Und damit, meine Freunde, ich habe genau hier gespeichert, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Ich habe jetzt den dritten Inkubus, die dritte Zelle reingehauen. Und das kommt jetzt. Tödlich. Ich ersticke dich. Als ich Neurotoxin tödlich nannte, war tödlich absolut ironisch gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie? Tja, sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich... Tja, sie verschwenden... Was? Jetzt steckt er in der Luft? Und sie haben... Guckt euch das an. Ich hab ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo? Das sind Sie, so blöd klingen Sie. Sie hatten Unrecht bei allem, was Sie je gemacht haben, und hier auch. Sie sind nicht klug, Sie sind kein Forscher, Sie sind kein Doktor, Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie bloß falsch gemacht? Wollen Sie etwa fliehen? Draußen ist nichts mehr so, wie es früher war. Wenn Sie dort wären, würden Sie sich wünschen, wieder hier drin zu sein. Meine Wissenskapazität ist grenzenlos, und selbst ich weiß nicht genau, was draußen los ist. Ich weiß nur, dass nur noch ich zwischen uns und denen stehe. Oder stand. Wenn Sie nicht ganz schnell einen ganz großen Supercomputer bauen können, ist es hier nicht mehr lange sicher. Gut gemacht. Sarkasmus Selbsttest abgeschlossen. Lassen Sie es und sterben Sie endlich, oder ich lösche Ihr Backup. Stopp! Okay, genug, ich hab's gelöscht. Egal, was jetzt passiert, Sie sind tot. Der Teil von Ihnen, der geblieben wäre, ist futsch. Ich habe Sie aus dem permanenten Speicher gelöscht. Ihr ganzes Leben war ein mathematischer Fehler. Ein mathematischer Fehler, den ich jetzt korrigiere. Wie süß, wir kriegen noch unseren Kuchen und ein Inkubus, also unseren Liebesinkubus da. Sehr cool, zum Ende hin. Hey. Nö. Test. Report, so, so. Was willst du mir damit sagen? Tja. Das war's mit Portal 2. Ich dachte, da käme noch mehr. Aber sieht nicht danach aus. Sieht auf jeden Fall niedlich aus. Was für ein Triumph. Ich notiere mir das. Ein kolossaler Erfolg. Kann kaum beschreiben, wie zufrieden ich bin.
Aperture Science, wir tun, was nötig ist, denn wir können es zu unser aller Wohl. Außer für diejenigen, die tot sind. Man muss ja nicht gleich verzweifeln, man versucht weiter, bis der Kuchen alle ist oder so. Keine Ahnung. Ja. Wie fandet ihr das Game? Ist schon fast jetzt ein zu lächerliche Mucke für die 5 Minuten, die wir gerade hatten. Oder ich? Ja, das war jetzt ein ziemlich heftiges Ende für so schnell, wie es geendet ist, ne? Ihr habt mich im letzten Part noch ziemlich verzweifeln sehen. Jetzt habe ich es einfach mal kurz ohne Stimme und so gemacht, weil, ja, ich konnte ja kaum quasseln bei dieser Robotermaschine. Also von daher hoffe ich, dass ihr beim nächsten Let's Play mal wieder dabei seid bei Portal 2 oder auf jeden Fall bei The Witcher 1, Freunde. Ich wollte zuerst einfach mal das hier bringen und natürlich The Witcher 1 das Intro mal, um euch sozusagen vorzuwarnen, dass es bald erscheinen wird, und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, die letzte der drei Teile zu spielen. Und natürlich werde ich offscreen Teil 2 wieder spielen und so weiter und natürlich alles, was neu wäre, euch präsentieren, ist kein Thema. Wobei ich eher weniger dran denke, weil man konnte ja teilweise auch die Antworten schon geben, wenn man Teil 1 nicht gespielt hatte, ne? So wie in Teil 3 dann. Aber okay. Da es hier nicht weiterzugehen scheint, beende ich hier mal mein kleines Let's Play. Und ich sage bis zum nächsten. Tüdelö!